Okay, machen wir weiter. Habe die Auflösung von dem Video nochmal ein bisschen erhöht. Einfach experimentellerweise. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wirklich was besser erkennen können. Theoretisch sollte der Kontrast der Schrift jetzt ein bisschen höher sein. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eventuell nachher irgendwie zu Ruckeln kommt oder so. Jedenfalls geht es weiter. Wir haben im letzten Kapitel die statistischen Grundbegriffe kennengelernt, die wir jetzt brauchen, die wir im Rest der Vorlesung auch brauchen werden. Ich denke, am wichtigsten für Sie ist mitzunehmen das Konzept der Signifikanz. Einfach diese Aussage, ein Signifikant X hat einen signifikanten Effekt auf Y. Dass Sie mit dieser Aussage was anfangen können, ist, denke ich, am allerwichtigsten für Sie, für diese Vorlesung. Okay, steigen wir also ein. Die gängigste Methode in den Sozialwissenschaften, gängigste Methode, kausale Zusammenhänge statistisch zu modellieren, ist die sogenannte Regressionsanalyse. Zum Beispiel werden, also nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern auch vor Gericht werden, zumindest in den USA, auch Regressionsanalysen benutzt, um Evidenz in Fällen von Diskriminierung oder auch von mir aus Monopolvorwürfen zu bieten. Und um das Konzept der Regressionsanalyse ein bisschen besser zu verstehen, ist es nützlich, wenn wir uns das Konzept des Korrelationskoeffizienten anschauen. Wird typischerweise abgekürzt mit R. Und wir sagen, dass zwei Variablen positiv korreliert sind, wenn ihre Werte sich tendenziell gemeinsam hoch oder runter bewegen. Und der Korrelationskoeffizient ist ein statistisches Maß dafür, wie stark die Korrelation zwischen zwei Variablen ist. Und auf den folgenden Folien schauen wir uns Streudiagramme an mit Beispielen für verschiedene starke Korrelationen. Vielleicht nochmal zu dem Begriff Streudiagramm. Also immer wenn wir so eine Grafik haben, wo Datenpunkte, wo die rohen, die puren Datenpunkte auf zwei Achsen in einem zweidimensionalen Plot quasi abgebildet sind, dann nennen wir das Streudiagramm. Weil wir in dem Diagramm sehen, wie stark die Daten streuen. Das englische Wort, vielleicht auch nützlich zu wissen, ist Scatterplot. Ne? Und in diesem Streudiagramm sehen wir ein Beispiel dafür für Daten, wo der Korrelationskoeffizient 0 wäre. Ja? Zur Erinnerung, jeder Punkt hier in diesem Diagramm ist eine Beobachtung. Ja? Es könnte eine Person in dem Datensatz sein und wenn wir diese Person uns anschauen, dann ist die gekennzeichnet durch einen x-Wert von 50. Und einen Y-Wert von 25 ungefähr. Ja? Wenn wir zurückdenken an unseren Datensatz als Excel-Sheet, dann haben wir dann könnte das so aussehen. Und das hier wäre die X-Achse und das hier ist Y. Und die Person, die wir da unten haben, sagen wir, es wäre Person mit der laufenden Nummer 3. Die hätte also bei X stehen 50 und bei Y 25. Und diese Information haben wir eben für alle Personen, für alle Beobachtungen im Datensatz. Und wenn wir die in einem Diagramm zwischen X und Y plotten, dann kommt eben so ein Streudiagramm raus. Und so wie die Daten hier aussehen, wäre tatsächlich eine Korrelation von 0 ausgerechnet. Das heißt,
Es ist keine lineare Beziehung zwischen den zwei Variablen beobachtbar. Ganz wichtig, der Korrelationskoeffizient sagt nur etwas über lineare Korrelationen aus. Ja. Warum das ein Problem sein kann, sehen wir gleich. So, aber ich denke, dass für Sie wichtig ist mitzunehmen, ne, dieses Konzept, wie wir von dem Excel-Sheet zu dem Streudiagramm kommen und wie man auf den ersten Blick was über eine lineare Korrelation sagen kann. Aber hier würden Sie ja auch auf den ersten Blick sagen, ja, keine Ahnung, da ist jetzt nicht wirklich ein positiver Trend oder ein negativer Trend zu sehen. Das scheint relativ zufällig. Das heißt, die Korrelation hier ist 0. Anders wäre es in diesem Bild. Der Korrelationskoeffizient mit diesen Daten wäre 0,5. Ach so, vielleicht ganz wichtig festzuhalten, der Korrelationskoeffizient kann nur zwischen 0 und 1 liegen, ne? Wobei 0 bedeutet, sorry, das ist falsch, zwischen minus 1 und plus 1. Ne? Also das bedeutet, 0 bedeutet, die zwei Variablen sind völlig unkorreliert. Minus 1 heißt, sie sind perfekt negativ korreliert. Und plus 1 bedeutet, sie sind perfekt positiv korreliert. Ne? Und in diesem Beispiel hier sehen wir schon, da würden wir ja auf den ersten Blick auch sagen, hier gibt es einen positiven Trend, ne? Irgendwie sowas. Da kommt dann auch tatsächlich eine Korrelation von 0,5 raus, ne? Also eine relativ stark positive Korrelation. Und Sie sehen auch, Sie sehen es an den, wenn Sie sich einzelne Datenpunkte anschauen, der Typ hier hat einen niedrigen Wert auf x und auch auf y einen niedrigen Wert. Und je weiter wir nach rechts gehen, desto eher haben wir dann Leute mit hohem x und gleichzeitig hohem y, ne? Das heißt, x und y bewegen sich gleichzeitig hoch und runter. Das ist eben eine positive Korrelation. Und hier sehen Sie dann den Unterschied zu einer noch stärkeren Korrelation. Hier war die Streuung relativ groß und hier liegen die dann noch enger beieinander, ne? Noch enger auf einer hypothetischen Linie, die wir da durchlegen würden. Und das sind jetzt also Daten, bei denen die Positivkorrelation sehr stark fast perfekt ist. Ne? Der Korrelationskoeffizient bei solchen Daten wäre 0,9. Genau, und Sie können sich vorstellen, wie ein Streudiagramm aussehen würde, wenn wir einen Korrelationskoeffizient von genau plus 1 hätten. Ne? Das heißt, wie würden die Daten aussehen? Naja, alle Datenpunkte würden genau auf einer Geraden liegen. Ne? Dann hätten wir eine Korrelation von plus 1. So, aber jetzt sehen wir das Problem der Nichtlinearität. Wie ich schon gesagt habe, der Korrelationskoeffizient bezieht sich nur auf einen linearen Zusammenhang zwischen x und y, zwischen zwei Variablen, x und y. Wenn die Daten hypothetisch so aussehen würden wie hier, dann würde der Korrelationskoeffizient, der ausgerechnet wird, genau 0 sein. Aber Sie sehen ja mit bloßen Augen, hier gibt es schon einen Zusammenhang, und zwar einen sehr starken, einen fast perfekten. Aber der ist nicht linear. Wissen Sie noch, was linear bedeutet aus der Schule? Ein linearer Zusammenhang ist zum Beispiel sowas hier. Y ist gleich a plus bx. Ne? Wobei, also. Quasi eine Geradengleichung, ne, wäre ein linearer Zusammenhang. Das a, hier ist unser Achsenabschnitt und die Steigung wird durch b beschrieben. Das ist ein linearer Zusammenhang. Die Steigung dieses linearen Zusammenhangs ist überall gleich auf der Geraden.
So, aber was wir hier haben, ist alles andere als linear. Es ist nämlich, zuerst ist der Zusammenhang steigend, stark positiv, und er wird aber immer flacher, bis er irgendwann 0 ist. Und rechts von diesem Punkt, wird der Zusammenhang negativ. Und deswegen sagen wir eben nicht linear. Und der Punkt ist, den Zusammenhang, wie wir ihn hier in diesem Streudiagramm sehen, den können wir ganz schlecht mit so einer einfachen geraden Gleichung beschreiben. Ne? Da brauchen wir nämlich dann quadratische Terme, damit wir so einen Zusammenhang gut beschreiben können. Und noch ein wichtiges Problem, das bei Korrelationskoeffizienten sein kann, sind Ausreißer. Ausreißer sind eben also vereinzelte Datenpunkte, die ganz weit weg vom Rest der Daten positioniert sind und dadurch einen Einfluss auf Durchschnittswerte haben, auf Parameter, die wir berechnen. Na, der Korrelationskoeffizient ist auch ein Parameter, den wir ausrechnen. So, in der linken Grafik sehen Sie, wie eine an sich perfekte Korrelation durch einen Ausreißer rechts unten auf fast 0 reduziert wird. Ja, Sie sehen, hier gibt es, eigentlich wäre das hier eine Korrelation von plus 1, ne? Perfekt, eine perfekte Gerade, wenn ich gerade zeichnen könnte. Aber es gibt hier einen Datenpunkt rechts unten, der ist völlig außerhalb des Trends. Ne? Der ist gekennzeichnet durch einen sehr hohen x-Wert, aber gleichzeitig einen sehr niedrigen y-Wert. Also völlig außerhalb des Trends der restlichen Werte. Und ja, tatsächlich, die Korrelation, die wir hier ausrechnen, wäre dann 0,03, also fast 0, obwohl wir mit bloßem Auge sehen können, dass wenn man diesen Ausreißer weglässt, hätten wir eigentlich eine fast perfekt positive Korrelation. Okay? Das rechte Bild ist nochmal anders. In der rechten Grafik sehen wir genau das umgekehrte Bild, wie nämlich eine Korrelation von 0 durch einen Ausreißer auf fast plus 1 erhöht wird. Ne? Der Ausreißer ist hier rechts oben und ohne diesen Ausreißer, wenn wir nur diese vier Datenpunkte hier unten uns anschauen würden, was würden wir da, also da würden wir eine Korrelation von genau 0 rauskriegen. Ne? Also da kann man weder so einen Zusammenhang durchlegen, noch so, sondern nur so einen Zusammenhang. Jetzt wird es unübersichtlich. Aber dadurch, dass wir dieses ganze Bild nochmal gestreckt haben und hier ganz rechts oben bei plus 15, plus 15 fast, noch einen Datenpunkt haben, wird unser Zusammenhang dann quasi so eingeschätzt. Irgendwie ist es schwer, schräge Linien zu malen. Also fast plus 1. Ne? Obwohl ja gilt, dass wenn wir diesen Ausreißer nicht berücksichtigen würden, dann wären wir bei einer Korrelation von 0. So, die große Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir, wenn wir in den Daten solche Ausreißer beobachten? Eine Möglichkeit wäre, die Ausreißer einfach rauszunehmen. Warum könnte das problematisch sein, Ausreißer einfach rauszunehmen? Naja, Sie können sich überlegen, wenn wir Ausreißer rausnehmen, machen wir zwar das Ergebnis schöner, aber streng genommen formen wir uns die Daten so, dass ein bestimmtes Ergebnis, nämlich der lineare Zusammenhang, besser zu sehen ist. Und das klingt nicht sehr sauber, ne? Das klingt nicht nach sehr wissenschaftlichem Vorgehen. Viel sauberer wäre das Vorgehen, sich zu fragen, ob erstens unsere Theorie diesen Ausreißer erklären kann, ne, ob wir irgendeine theoretische Erklärung haben für diesen Ausreißer und zweitens, ob unser statistisches Vorgehen, ob unsere statistische Methodologie irgendwie für diese Ausreißer kontrollieren kann, irgendwie geschickt mit diesen Ausreißern umgehen kann. Ne? Auf jeden Fall können wir festhalten, dass der Korrelationskoeffizient wenig Aussagekraft hat, wenn in den Daten Ausreißer
vorkommen oder wenn die Daten nichtlineare Zusammenhänge beschreiben. Naja, und eine Sache natürlich, die Sie sich vorstellen können, in den Bildern, die wir hier haben, haben wir natürlich sehr wenig Beobachtung. Und wenn je größer unsere Stichprobe wird, desto geringer wird der Einfluss von Ausreißern. Okay. Jetzt zu dem Term Regressionsanalyse. Eigentlich ist es gar nicht so groß was Neues, weil ich Ihnen ja schon mehrfach Ihnen gezeigt habe, wie man Geraden als Trend durch so ein Streudiagramm legen kann. Und im Endeffekt ist Regressionsanalyse nichts anderes, ne, als Geraden durchzulegen. Im simpelsten Fall von zwei Variablen versuchen wir, eine Gerade möglichst gut durch das Streudiagramm zu legen. Was heißt möglichst gut? Möglichst gut bezieht sich hierbei auf irgendein Maß der Abweichung der beobachteten Daten von der Regressionsgerade. Und der Ansatz, der am meisten genutzt wird und der auch relativ einfach ist, um diese Abweichung zu berechnen, ist der sogenannte Ordinary Least Squares Ansatz oder auf Deutsch Kleinstquadrate Ansatz. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, steht auf der nächsten Folie, ne? Ordinary Least Squares, abgekürzt OLS oder auf Deutsch Kleinstquadrate. Und in der Abbildung hier sehen Sie ein Streudiagramm, wo der Zusammenhang geschätzt wird zwischen Bildungsjahren einer Person und dem Einkommen einer Person. Okay, wir haben also Daten für die Person in diesem Datensatz. Für jede Person wissen wir, wie viele Jahre sie in Bildungseinrichtungen verbracht hat und wie ihr Jahreseinkommen ist. Und egal, was wir für eine Gerade durch diese Daten legen, die allermeisten Datenpunkte liegen nicht auf dieser Geraden. Das heißt, zwischen jedem Datenpunkt und der Geraden gibt es also eine Abweichung. Nehmen wir zum Beispiel diesen hier. Diesen Datenpunkt hier, da haben wir so eine Abweichung, ne? Im Einkommen. Also für diese Person haben wir ein beobachtetes Einkommen von fast 40.000 Dollar und die rote Linie stellt die Abweichung dar zum geschätzten Einkommen, ja, zu der Gerade. Und was der Kleinstquadrate-Ansatz, der OLS-Ansatz jetzt macht, ist, diese Abweichung zu messen, also die Länge dieser Geraden in 1000 Dollar, zu quadrieren und für alle Beobachtungen zu addieren. Grafisch kann man sich das so vorstellen, dass man an jede Abweichung, so wie hier, ein passendes Quadrat dran setzt, denn wenn man die Strecke von dieser Linie quadriert, ist es quasi die Fläche dieses Quadrates. Also, was man macht, ist an jede Abweichung ein passendes Quadrat dran setzen und dann die Gesamtfläche aller Quadrate zu addieren. Und der Kleinstquadrate-Ansatz legt nun die Gerade so durch die Daten, dass die Gesamtfläche dieser Quadrate minimal ist. Und das Schöne ist, es gibt immer genau eine solche Gerade, ne, die diese Gesamtfläche der Quadrate minimiert. Das ist der Kleinstquadrate-Ansatz. Nochmal in Worten. Der Kleinstquadrate-Ansatz oder OLS schätzt den linearen Zusammenhang zwischen x und y, der die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen Zusammenhang und Daten minimiert. Was ist es also konkret, was wir bei OLS schätzen? Wir brauchen ja Parameter. Wir schätzen Parameter. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, ein linearer Zusammenhang ist quasi eine Geradengleichung, wenn wir also zwischen y und x einen geraden Zusammenhang darstellen wollen. Und das können wir statt a und b können wir auch
Alpha und Beta sagen und können also sagen Alpha plus Beta mal x. Und was der OLS-Ansatz eigentlich macht, ist diese Sachen zu schätzen. Alpha und Beta. Ne? Y und x müssen wir nicht schätzen, die haben wir schon gegeben, das sind unsere Daten. OLS schätzt für uns Alpha und Beta von der geraden Gleichung, wobei Alpha den Achsenabschnitt darstellt und Beta den Steigungsparameter, also die Stärke des Zusammenhangs. Hier in dem Bild wäre, wenn ich die Maus finde, in dem Bild wäre hier Alpha, ne? Alpha, also quasi das wäre hier das Grundeinkommen, das Einkommen einer Person, unabhängig davon, wie viele Bildungsjahre sie genossen hat. Wäre sowas irgendwie knapp unter 10.000. Okay? Und die Steigung der Geraden wäre eben das Beta. Nochmal, Regressionsanalyse. Oh, die OLS-Methode legt diese Gerade hier so durch die Daten, dass die Gesamtsumme dieser Quadrate, die Gesamtfläche dieser Quadrate minimiert wird. Und die Quadrate stellen die quadrierte Abweichung zwischen Daten und Geraden dar. Und Sie können sich vorstellen, Alpha ist jetzt nicht wirklich, also ist auch interessant zu interpretieren, aber was uns am meisten interessiert, ist meistens das Beta. Ne? Denn das Beta, der Steigungsparameter, das sagt uns etwas über die Stärke des Zusammenhangs aus. Bleiben wir bei der Beispielgrafik, die wir eben hatten. Hier sehen wir erstmal, wie wir das alles formalisieren. Ich habe es Ihnen eben schon mal angeschrieben. Wir haben hier so eine Geradengleichung, die wir schätzen. Y ist Alpha plus Beta x. Oder wenn wir da die Variablen einsetzen, dann ist das Einkommen ist gleich eine Funktion, eine gerade Funktion Alpha plus Beta mal Bildungsjahre. Ne? Bildungsjahre ist die unabhängige Variable, Einkommen ist die abhängige Variable. Und deswegen tragen die abhängige Variable tragen wir typischerweise auf der Y-Achse ab. So, und geschätzt in diesem Beispiel hier wird für den Achsenabschnitt 7.500 Dollar und als Steigung wird geschätzt 1.700 Dollar. Das heißt, jedes zusätzliche Bildungsjahr in diesem Datensatz ist verbunden mit einem zusätzlichen Einkommen von 1.700 Dollar. Außerdem haben wir einen geschätzten Achsenabschnitt von 7.500 Dollar. Was heißt das? Ich habe es eben schon gesagt, das geschätzte Einkommen einer Person mit 0 Bildungsjahren ist 7.500 Dollar. Genau, wobei, also Sie sehen hier an den Daten schon, die meisten Personen haben ein gewisses Maß an Schulbildung. Ne? Deswegen diese Aussage hier, jemand mit 0 Bildungsjahren, in dem Datensatz gibt es die Person gar nicht. Ne? Aber unsere OLS-Gerade erlaubt uns trotzdem eine Aussage darüber, wie denn das fiktive Grundeinkommen wäre. Ne? Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber ja, Sie sehen, die meisten Leute in diesem Datensatz haben irgendwas zwischen 10 und 18 Bildungsjahren. 10 Jahre wäre sowas wie Highschool und dann SATs und so weiter und dann die mit ganz vielen Bildungsjahren sind eben dann Leute, die an die Uni gegangen sind und dann mehr oder weniger lange an der Uni geblieben sind. Ach ja, vielleicht nochmal zu dem Bildchen. Sie merken bei dem Bild, bisschen ordentlich machen. Bei dem Bild merken Sie vielleicht, dass relativ viele Werte, oh, das geht nicht so gut mit. Dass relativ viele Werte hier so aufeinander gestapelt sind und dass man da nicht so gut sehen kann, wie viele da sind. Das liegt einfach daran, natürlich, dass Bildungsjahre diskret gemessen werden. Ne? Alle Leute, die 12 Bildungsjahre haben, sind natürlich hier auf dieser, also sind vertikal auf irgendwo hier auf dieser Linie.
zu sehen. Und ja, einige davon werden ein sehr ähnliches Einkommen haben und deswegen haben wir hier so eine Staffelung. Deswegen ist das hier so ein bisschen gedrängt, das Bild. So, wir hatten gesagt, beim Korrelationskoeffizienten, der ist eingeschränkt dadurch, dass er nur lineare Zusammenhänge beschreiben kann. Das gleiche gilt für die Regressionsgerade hier. Die Parameter, die wir schätzen bei einer Regressionsgerade, sind nicht sehr aussagekräftig für nichtlineare Zusammenhänge. Können Sie sich denn für dieses Beispiel vorstellen, wie eventuell Nichtlinearitäten aussehen könnten? Naja, also grundsätzlich, intuitiv können Sie sich merken, ein linearer Zusammenhang bedeutet, die Stärke des Zusammenhangs ist immer gleich. Ne? Und hier in dem Beispiel von Bildungsjahren oder von mir aus Bildungsrenditen, wie man das in der Bildungsökonomik sagt, würde eine Gerade ja bedeuten, jedes Bildungsjahr ist mit der gleichen Rendite verbunden, nämlich 1700 Dollar. Aber ja, rein intuitiv können Sie sich vorstellen, dass der Einkommenseffekt bestimmter Bildungsjahre doch eventuell größer ist als der anderer Bildungsjahre, ne? Nämlich zum Beispiel das Abschlussjahr. Ich weiß nicht, wo es genau in den USA ist, aber ich würde fast vermuten bei 12. Ja? Also der Schritt von der Schritt von 11 auf 12 sollte doch von 11 auf 12 sollte eine höhere Rendite haben als die Schritte davor. Okay? Und ähnlich bei College dann, ne? Wenn man dann 4 Jahre typischerweise in den USA am College ist, sollte der Schritt von 15 auf 16 eine höhere Rendite haben, ne? Als woanders. Das heißt, wir könnten uns sowas vorstellen wie so, und dann gibt es hier so einen Sprung. So. Und dann nochmal ein Sprung. Und so, zum Beispiel, ja, könnte solche Sprünge da drin sein. Und der Punkt ist, das ist jetzt nicht mehr eine einfache Gerade. Und diesen Zusammenhang kann man nicht mehr einfach nur darstellen mit Alpha und Beta. Ja, sondern das ist ein viel komplizierterer Zusammenhang. Was kann noch ein Problem sein? Naja, wir haben hier nur zwei Variablen beobachtet, ne? Bildungsjahre und Einkommen. Wir könnten potenziell konfundierende Variablen haben. Könnten Sie sich denn hier für dieses Beispiel konfundierende Variablen oder auch von mir aus moderierende, intervenierende Variablen vorstellen, die eine Rolle spielen? Übliche Verdächtige bei solchen Zusammenhängen sind typischerweise ist oft das Einkommen der Eltern. Ne? Personen, die aus einem eher reichen Elternhaus kommen, haben auch eher später ein höheres Einkommen, ne? Und eine bessere Ausbildung als Personen aus ärmeren Elternhäusern. Das hat einfach mit sozial, also ja, das nennen wir soziale Reproduktion. Genau, denn Leute aus reichen Elternhäusern haben bessere Chancen, in gute Bildungseinrichtungen zu kommen und so weiter und so weiter und bessere Chancen, später die guten Berufe zu haben und dadurch auch höheres Einkommen. Aber diese Kausalität der sozialen Reproduktion hat ja jetzt nichts direkt zu tun mit dem Effekt von Bildungsjahren auf Einkommen. Ne, die Leute, die aus reichen Elternhaus kommen, die sind später nicht nur wegen der Bildung reich, sondern auch, weil sie aus dem reichen Elternhaus kommen. Und eine große Herausforderung der empirischen Forschung ist also jetzt diesen Effekt rauszufiltern, damit wir die echte Bildungsrendite finden können.
So, erinnern Sie sich noch, wie der Zusammenhang zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe ist? Genau. Eigentlich wollen wir ja Aussagen über die Grundgesamtheit machen, die, also ganz abstrakt gesagt, die relevante Realität, alle Daten, die in der Realität vorhanden sind. Aber wir können typischerweise nur eine Stichprobe aus dieser Grundgesamtheit erheben, aus Kostengründen. Und dann berechnen wir Parameter mit den Daten aus der Stichprobe, von denen wir glauben, dass sie auch für die Grundgesamtheit gelten oder von denen wir glauben, dass sie sich auf die Grundgesamtheit übertragen lassen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was das konkret im Zusammenhang der Regressionsanalyse bedeutet. Wir glauben, in der Realität, in der Grundgesamtheit, gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen y und x. Das ist die Gleichung, die hier steht. Das ist sozusagen der echte Zusammenhang. So, die zweite Gleichung ist dann der äquivalente Zusammenhang, den wir für jede Beobachtung in unserer Stichprobe aufstellen. Was ist hier anders? Sehen sofort, es gibt zwei Unterschiede. Erstens, die Variablen haben jetzt einen Index i. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als das, wo waren wir beim Einkommen und Bildungsjahren, ne? Das Einkommen, das wir für Person i, also für eine bestimmte Person im Datensatz beobachten, das verbinden wir mit den Bildungsjahren für diese Person, ne? Also das hat immer, dass es immer um die gleiche Person geht, ne? Und i ist quasi die Größe der Stich, beschreibt dann den laufenden Index und wir können dann sagen, i läuft von 1, von der ersten Person, bis n. Groß n ist also die Größe unserer Stichprobe. So, die zweite Sache, die vorher nicht da war, ist u. Das ui, das u ist der sogenannte Fehlerterm oder schicker gesagt, das Residuum. Residuum. Ja. Die Intuition für das U ist einfach. Und zwar ist es der Abstand zwischen dem beobachteten Wert für Yi und dem geschätzten Wert laut unserer Regressionsgerade. Ganz einfach. Die Abweichung zwischen der Beobachtung und dem geschätzten Zusammenhang. Das ist unser Stichprobenzusammenhang. Und wenn wir dann mit OLS die beste Gerade durch die Daten schätzen, schätzen wir ja genau genommen die beiden Parameter Alpha und Beta. Und wir sagen hier Alpha Dach und Beta Dach. Und das Dach steht immer dafür, per Konvention, dass es sich um geschätzte Parameter handelt. Ja. Die Werte ohne Dach, hier oben, das sind die wahren Parameter. Die brauchen kein Dach. Weil das sind ja die echten Werte, die wir aber nicht kennen. Und wir benutzen jetzt unsere Stichprobengleichung, um den OLS-Zusammenhang zu schätzen und bekommen dann eben einen geschätzten Parameter Alpha und einen geschätzten Parameter Beta. So, jetzt sehen Sie aber, dass über dem Y auf einmal auch ein Dach ist. Warum ist das so? Ganz einfach. Der Wert für Y, der in dieser Gleichung hier beschrieben wird, das ist ja kein echter beobachteter Wert, sondern das ist der Wert für Y auf der Regressionsgeraden. Und wir wissen ja, der Wert auf der Regressionsgeraden weicht typischerweise ab von dem echten Wert. Ne, für die meisten Punkte hier ist die Regressionsgerade nicht genau auf dem Punkt. Ne? Das heißt, jeder Punkt auf der Regressionsgeraden hier ist auch nur ein geschätzter Wert. Buch. Genau.
anders, konkret auf das Beispiel bezogen, wäre das also, das geschätzte Einkommen ist gleich 7500 plus 1700 mal Bildungsjahre. Nochmal, weil es so wichtig ist. Die erste Gleichung hier oben. Oh je. Die erste Gleichung hier oben beschreibt den echten Zusammenhang. Ne? Den Zusammenhang in der Grundgesamtheit. Die Realität, die wir aber nicht kennen, weil wir die Grundgesamtheit nicht erheben können. Wenn wir wirklich die Grundgesamtheit erheben könnten, dann würden wir sehen, was das echte Alpha und das echte Beta ist. Aber weil wir es nicht können, ziehen wir eine Stichprobe und in dieser Stichprobe gilt, versuchen wir einen möglichst guten linearen Zusammenhang durchzusetzen, aber wir haben immer eine Abweichung zu der Regressionsgeraden, deswegen brauchen wir diesen Term U und dann kriegen wir am Ende raus, per OLS-Methode, ein geschätztes Alpha, also einen geschätzten Achsenabschnitt und ein geschätztes Beta. Und die geschätzt, das ist die Steigung der Regressionsgeraden. Und wenn man dann da ein bestimmtes X einsetzt, bekommen wir ein geschätztes Y, ein geschätztes Einkommen. Jetzt müssen wir noch ein paar Annahmen über das U treffen, damit, denn das U kann man nicht, also das U ist sehr wichtig, der Fehlerterm oder das Residuum. Ich denke, wir haben jetzt inzwischen oft genug betont, wie wichtig es ist, potenzielle Confounder oder moderierende Variablen zu berücksichtigen. Wenn wir nun ein statistisches Modell dieser Form hier aufstellen, dieser Form, müssen wir bestimmte Annahmen über die Eigenschaften des Fehlerterms treffen. Und zwar nehmen wir erstens an, erstens nehmen wir an, der Fehlerterm ist der Fehlerterm der einzelnen Beobachtungen ist unabhängig voneinander und identisch verteilt. Was heißt das? Mathematisch gesehen drücken wir das mit diesen zwei Bedingungen hier aus. Denn erstens, der Erwartungswert von U ist 0. Das heißt nichts anderes, als dass wir erwarten, dass der Fehler im Mittel 0 ist, also im Mittel irrelevant. Was ist der Fehler nochmal? Die Differenz zwischen Schätzer und Beobachtung ist im Mittel 0. Zweitens brauchen wir noch die Bedingung, dass die Kovarianz zwischen x und u 0 ist. Dass also x und u in keiner Weise systematisch korreliert sind. Kovarianz steht immer für sowas Ähnliches wie eine Korrelation. Und was sagen diese zwei Bedingungen? Diese zwei Bedingungen sind äquivalent zu der Aussage, dass unser statistisches Modell alle möglichen potenziellen dritten Faktoren berücksichtigt hat. Warum? Alle relevanten anderen Faktoren Z, die fälschlicherweise im Fehlerterm landen, würden dazu führen, dass erstens der Fehlerterm im Mittel nicht 0 wäre und zweitens, dass es eine Korrelation zwischen Fehlerterm und der erklärenden Variable gäbe. Also, ganz wichtig, diese zwei mathematischen Bedingungen sind äquivalent zu der Aussage, dass wir für alles quasi kontrolliert haben. Ne? Wow, das sieht ganz schön hässlich aus. Ja, das ist die Annahme, die wir bei OLS in den Fehlerterm reinstecken. So, schauen wir uns ein paar Beispiele an.
Denn das Konzept der Regressionsanalyse ist sehr wichtig für die empirische Literatur, die wir im Laufe der Vorlesung behandeln werden, und es wird viel empirische Literatur geben. Deswegen schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, rein fiktiv. Wir bleiben beim Beispiel, das wir bis jetzt hatten, nämlich zwischen Gehalt und Bildungsjahren, und erweitern das um mehrere Variablen. Modelle, die mehr als zwei Variablen haben, nennen wir multivariate Modelle. Einfach nur eine Terminologie. Sagen wir, das statistische Modell, das der Überprüfung eines Diskriminierungsvorwurfs zugrunde liegt, sieht so aus, ne? Wir haben, also es ist ein Diskriminierungsfall und ja, typischerweise würde ein Fall so aussehen, dass eine Person, entweder eine Frau oder ein älterer, nee, hier geht es schon um Geschlecht, okay, eine Frau würde hier klagen, dass sie ungerecht behandelt wird, dass sie systematisch weniger kriegt als gleichproduktive Kollegen, und der Anwalt würde jetzt Daten im Unternehmen erheben zu Gehalt jedes Arbeitnehmers, zu Bildungsjahren, zu Arbeitserfahrung und ja, zu Geschlecht des jedes Arbeitnehmers. Und für jeden Arbeitnehmer I haben wir also diese Angaben. Wir schätzen also Gehalt als lineare Funktion von Bildung, Arbeitserfahrung und Geschlecht. So, konzeptionell können wir jetzt fragen, wo stecken in dieser Gleichung die Daten, die wir erheben? Wo sind die Daten in dieser Gleichung? Sorry. In dieser Gleichung, wo stecken da die Daten? Naja, die Daten sind das, was ich eben unterstrichen und wegradiert hatte, ne? Für jede Person haben wir Angaben zum Gehalt, Angaben zu den Bildungsjahren, Angaben zur Erfahrung und Angaben zu Geschlecht. Was wir machen wollen, ist, die Parameter, die wir schätzen wollen, sind das hier. Das Alpha, das Beta, also der Effekt der Bildungsjahre, der Effekt der Erfahrung und Delta, der Effekt des Geschlechtes. Und das hier, ja, das U, der Fehlerterm, sind auch Daten, ne? Denn das können wir ja messen. Das ist der Unterschied zwischen der Das ist der beobachtete Unterschied zwischen der Geraden und unseren Daten. Beobachtungseinheit, ich habe es schon gesagt, hier ist der Arbeitnehmer. Was schätzen wir? Das sind die Parameter, habe ich auch schon gesagt. So, jetzt gibt es hier einige Sachen, die anders sind als bei den vorherigen Beispielen. Erstens, wir haben hier mehr als zwei Variablen. Das heißt, wir können den linearen Zusammenhang nicht mehr so schön in einem Streudiagramm darstellen. Warum? Weil der Zusammenhang jetzt linear in mehreren unabhängigen Variablen ist. Wir bräuchten also zur grafischen Darstellung ein 2, 3, 4-dimensionales Diagramm. Und ja, also ich bin nicht so gut im Zeichnen von 4-dimensionalen Diagrammen und selbst wenn ich gut darin wäre, könnten Sie darauf nichts erkennen. Was wir stattdessen machen können und auch machen werden, ist, jeden Steigungsparameter einzeln zu interpretieren. Ne? In Wissenschaftssprache nennen wir das auch Ceteris paribus. Gegeben, dass alles andere gleich bleibt, können wir die einzelnen Steigungsparameter interpretieren. Ne? Also das Beta würde uns hier sagen, den Effekt der Bildungsjahre. Nee, dazu kommen wir gleich. Sorry. Warum wir das Effekt nennen können, sehen wir gleich. Erstmal waren wir dabei, was hier anders ist. Geschlecht ist eine ordinale Variable. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Sie nimmt den Wert 1 an, wenn der beobachtete Arbeitnehmer ein Mann ist. Ansonsten den Wert 0, also 0 für Frauen. Solche Variablen nennen wir auch Indikatorvariablen oder
Dummy-Variablen. Ne? Also wenn eine Variable nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann und nichts dazwischen, dann nennen wir das Dummy-Variable. Ich habe vergessen, warum. Okay, wenn wir die anderen beiden Variablen jetzt erstmal kurz außer Acht lassen, wie würde denn ein Streudiagramm zwischen Gehalt und Geschlecht aussehen? Können sich vorstellen, dass es nicht sehr hübsch ist? Geschlecht, Gehalt, wir hätten hier 0, hier 1 und hätten hier ganz viele Datenpunkte. Und hier ganz viele Datenpunkte. Wir würden also de facto nichts erkennen, weil es einfach sehr unübersichtlich ist. Was wir stattdessen machen können, also wie wir stattdessen mit Dummy-Variablen umgehen können in einem Streudiagramm, ist eine dritte Variable hinzufügen. Zum Beispiel Bildung. Und dann den Effekt der Bildung differenziert nach Geschlecht abzutragen. Dann würden wir, sorry, so eine Gerade und so eine Gerade kriegen. Die sollen parallel sein. Und die untere Gerade wäre dann die für die Frauen typischerweise, wenn Frauen diskriminiert werden. Und die obere Gerade wäre die für Männer. Die obere Gerade ist der geschätzte Regressionsgerade für Männer und die untere ist die geschätzte Regressionsgerade für Frauen. Und diese Distanz hier zwischen den zwei Geraden ist nichts anderes als unser Delta. Das ist die Interpretation dieses Deltas. Ne? Platz machen, damit wir Platz für den restlichen Text haben. So, die Ergebnisse seiner Schätzung könnten jetzt so aussehen. Der geschätzte Achsenabschnitt ist 7100, also ähnlich wie vorher, aber nicht ganz gleich. Also 7100 wäre das Einkommen für eine Person, oder was wären das? Was wären denn die 7100? Die 7100 wäre das Gehalt einer Person mit 0 Bildungsjahren, mit 0 Jahren Arbeitserfahrung und mit weiblichem Geschlecht. Also eine Frau mit 0 Bildungsjahren und 0 Arbeitserfahrung würde 7.100 Dollar geschätzt kriegen in diesem Datensatz, in dieser Schätzung. Weiter, 1.300 ist quasi die Bildungsrendite, sagt uns, für jedes ceteris paribus, wenn wir alles andere konstant halten, sagt uns Beta, dass jedes Bildungsjahr mit einem Gehaltsplus von 1300 Dollar verbunden ist. Als nächstes haben wir 2200 Dollar für jedes weitere Jahr an Arbeitserfahrung. Und wir sehen, Männer verdienen grundsätzlich 700 Dollar mehr als Frauen, ne? Unabhängig von Bildungsjahren und Arbeitserfahrung. So würden wir das interpretieren. Wichtig ist, dass wir diese geschätzten Parameter jeweils separat interpretieren. Wir sagen Ceteris paribus. Ne? Jeder einzelne Effekt wird unter hypothetischer Konstanthaltung der anderen Variablen interpretiert. Wir haben jetzt aber noch nichts über Signifikanz gesagt, ne? Sondern wir haben einfach nur die geschätzten Parameter da stehen, aber wir wissen jetzt nicht, ob die signifikant sind oder nicht. Zum Beispiel diese 700 hier.
ist die geschätzte Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen von $700 signifikant oder nicht? Die Nullhypothese, die bei der Überprüfung solcher Parameter zugrunde gelegt wird, ist, dass der Parameter null ist. Ja, so ähnlich wie innocent until proven guilty. Nullhypothese lautet in solchen bei Regressionsmodellen also immer, der Zusammenhang ist null. Es gibt keine Differenz zwischen im Gehalt zwischen Männern und Frauen, wäre hier die Nullhypothese. Und solange wir keine Evidenz für einen signifikanten Effekt haben, nehmen wir an, es gibt keinen. So, und wie wir bei dem Beispiel mit den Nixon Papers gesehen haben, ist die Schätzung eines Parameters auch aus der Stichprobe auch immer auch mit der Schätzung eines Standardfehlers verbunden. Damit wir etwas über die Streuung bzw. die Genauigkeit des Punktschätzers aussagen können. Und genauso ist es auch hier. Wir kriegen hier einen geschätzten Wert für jeden Steigungsparameter, aber, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, auch eine Schätzung für die Genauigkeit dieser Parameter, nämlich einen Standardfehler. Und aus diesen beiden Angaben, Parameter und Standardfehler, können wir den P-Value berechnen. Und der P-Value, Sie erinnern sich, sagt uns dann, auf welchem Signifikanzniveau der geschätzte Parameter signifikant von 0 verschieden ist. Der Zusammenhang mit dem Konfidenzintervall ist dann so, ein P-Value kleiner als 5% bedeutet, dass unser 95% Konfidenzintervall ganz rechts oder ganz links von 0 ist. Rechts, wenn der Parameter größer als 0 geschätzt wurde, und links, wenn der Parameter negativ geschätzt wurde. Und für die geschätzte Gehaltsdifferenz von 700 kriegen wir hier zum Beispiel ein P-Value von genau 5%. Was heißt das? Inhaltlich, gegeben, dass die Nullhypothese wahr ist, können wir mit 95% Sicherheit, mit 95% Konfidenz sagen, dass die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen nicht zufällig ist. Die Differenz ist also statistisch signifikant auf dem 5%-Niveau. Und das bedeutet wiederum, dass das 95% Konfidenzintervall, das gesamte Intervall für die Gehaltsdifferenz, liegt komplett rechts von 0. Ne? Mit 95% sind wir uns sicher, dass die Gehaltsdifferenz in einem bestimmten Intervall liegt. Aber das Wichtige ist, das gesamte Intervall ist rechts von 0. Ne? Also selbst im äußerst ganz linken Fall würden wir immer noch sagen, dass die Differenz positiv ist. Und deswegen sagen wir hier, die Differenz zwischen Männern und Frauen im Gehalt ist positiv signifikant. Können wir auch etwas über die Bedeutsamkeit dieses Ergebnisses aussagen? Ja, man kann es versuchen, aber es ist natürlich immer subjektiv. Ein Versuch wäre, die $700 in Perspektive zu stellen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, was ist der Durchschnittslohn in der Stichprobe? Und wenn der Durchschnittslohn zum Beispiel auch $700 wäre, dann wäre die Aussage ja, Männer verdienen im Schnitt doppelt so viel wie Frauen. Und das wäre subjektiv gesehen ein sehr bedeutsames Ergebnis. Aber leider gilt natürlich auch hier, es gibt keine objektive Grenze dafür, ab wann ein Ergebnis bedeutsam ist oder nicht. Na, wir können höchstens sagen, wenn es ganz stark bedeutsam ist oder wenn es sehr wenig bedeutsam ist. Aber für die Grenzfälle gibt es keine klare Abgrenzung. So, ein ganz wichtiger Punkt zur inhaltlichen Interpretation. Hier ist das statistische Modell, das wir eben zugrunde gelegt hatten. Und wir haben ja schon gesagt, eigentlich sind wir immer an den Steigungsparametern interessiert. Aber das ist nicht per se so. Warum ist das so? Das Beta können wir hier interpretieren als sogenannten marginalen Effekt der Bildungsjahre. Der marginale Effekt der Bildungsjahre ist die Änderung im Gehalt, die wir durchschnittlich erwarten,
Wenn wir die Variable Bildungsjahre um ein kleines bisschen erhöhen, ne, Sie erinnern sich, das ist nichts anderes als die Ableitung. Wenn wir also die partielle Ableitung bilden von Gehalt nach Bildung, dann ist nur dieser Term hier relevant. Und wenn wir nach Bildung ableiten, dann bleibt nur noch der Parameter davor übrig, also Beta. Und genau, der marginale Effekt der Bildung hier ist also Beta. Deswegen interessieren wir uns für das Beta. Nicht, weil es, also an, das Beta an sich ist nicht interessant, sondern nur der marginale Effekt. Und so wie die Gleichung hier konstruiert ist, ist das Beta gleich dem marginalen Effekt. Und deswegen interessieren wir uns für das Beta. Das heißt, eigentlich interessieren wir uns immer für die marginalen Effekte. Und wie wir gleich sehen werden, ist das Beta nicht immer gleich dem marginalen Effekt. Also in diesem einfachen Beispiel, wo jede Variable einzeln in die Gleichung eingefügt wird, ist der jeweilige Steigerungsparameter wirklich immer der marginale Effekt. Nochmal, der marginale Effekt ist, der marginale Effekt der Bildungsjahre ist die Änderung im Gehalt, die wir durchschnittlich erwarten, wenn wir die Variable Bildungsjahre um ein kleines bisschen verändern. Okay, versuchen wir es mal so rum. Wir könnten uns auch folgendes statistisches Modell vorstellen. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir könnten sogenannte Interaktionseffekte einführen. Wir haben hier also das statistische Modell. Die ersten drei Terme sind normal. Wir haben hier den Achsenabschnitt. Wir haben hier den Effekt von Geschlecht, den Effekt von Erfahrung. Aber dann kommt Delta mal Geschlecht mal Erfahrung. Also in einem Term haben wir Geschlecht und Erfahrung zusammengefasst, obwohl wir die oben separat stehen hatten. Ja? Was heißt das? Warum machen wir das überhaupt? Naja, schauen wir uns mal den marginalen Effekt an von Erfahrung. Der marginale Effekt Erfahrung ist, wenn wir die partielle Ableitung bilden von Gehalt nach Erfahrung. Das heißt, wir müssen uns alle Terme anschauen, wo Erfahrung drinsteckt. Das wäre einmal dieser Term. Davon bleibt nach Ableiten nur noch Gamma übrig. Das ist das hier. Aber Erfahrung steckt auch hier drin. Ne? Und was bleibt da übrig, wenn man das ableiten nach Erfahrung? Alles, was vor Erfahrung steht. Also Delta mal Geschlecht bleibt übrig. Erinnern sich an Ableitungsregeln. Das heißt, der marginale Effekt der Erfahrung bei so einem statistischen Effekt, bei so einem statistischen Modell ist Gamma plus Delta mal Geschlecht. Und Sie sehen, auf einmal ist unser marginaler Effekt viel komplizierter geworden. Ist nicht nur einfach ein Beta, einfach nur eine Zahl, sondern eine Zahl plus eine andere Zahl mal eine Variable auf einmal. Das heißt, der marginale Effekt der Erfahrung hier hängt ab von der Ausprägung dieser Variable, Geschlecht. In Worten, der Effekt der Erfahrung, der Arbeitserfahrung auf das Gehalt hängt davon ab, ob der Arbeitnehmer ein Mann oder eine Frau ist. Wenn der Arbeitnehmer das kann 0 oder 1 sein, ne? Und dann können wir beispielhaft ausrechnen, okay, für eine Frau wäre unser marginaler Effekt also Gamma plus Delta mal 0. Und das ist also Gamma. Gamma ist der Marginaleffekt der Arbeitserfahrung für Frauen.
Und für Männer ist der Marginaleffekt Gamma plus Delta mal 1. Also Gamma plus Delta ist der Effekt der Arbeitserfahrung für Männer. Okay, und das nennen wir Interaktionseffekt. Wir haben eine Interaktion im Effekt der Erfahrung mit Geschlecht. Und das ist eben toll, weil ja, für sie ist es erstmal nicht toll, weil es sehr kompliziert ist und schwer zu verstehen. Aber für die Interpretation ist es toll, weil die Welt ist typischerweise nicht linear. Die Welt sieht typischerweise nicht so aus, dass wir zwischen zwei Variablen immer ceteris paribus sagen können, hier, es gibt hier so einen linearen Effekt, ne? Sondern es könnte auch sein, dass der Effekt für Frauen so aussieht und für Männer so. Und das ist immer noch eine starke Vereinfachung der Realität. Und der Punkt ist, Interaktionen erlauben es uns, differenziert Ergebnisse darzustellen. Und das ist eben toll. Und Sie haben schon gemerkt, es wird dann auch nicht linear, ne? Also der Effekt für Frauen könnte theoretisch negativ sein, der Effekt für Männer könnte dafür positiv sein. Es gibt keine einheitliche Regressionsgerade, die wir durch die Daten legen können, die uns diese Interpretation erlaubt. Und das ist das Tolle an Interaktionseffekten. Und deswegen ist es auch total wichtig für Sie, dass Sie dieses Konzept verstehen. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass Sie, wenn Sie das jetzt die Vorlesung jetzt hier angeschaut haben und das nicht verstanden haben, dass Sie nochmal spezifische Fragen stellen. Und eine besondere Art der Interaktion, die wir uns jetzt noch anschauen als allerletztes, ist dieser Fall. Nee, nicht dieser Fall. Dieser Fall, sorry. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Gehalt, ganz normal, Achsenabschnitt und dann in Abhängigkeit von Bildung. Und dann als dritter Term steht hier Gamma mal Bildung Quadrat. Was ist denn das hier? Das ist ein quadrierter Effekt. Wichtig zu merken ist ja, Gamma mal Bildung Quadrat, da steht hier also quasi Gamma mal Bildung mal Bildung, ne? Also Bildung steht da zweimal. Was passiert, wenn wir jetzt den marginalen Effekt ausrechnen wollen? Also den marginalen Effekt der Bildung. Dann leiten wir nach Bildung ab. Hier im ersten Term steckt Bildung drin, bleibt Beta übrig. Im zweiten Term steht auch Bildung drin, bleibt alles, was vor Bildung steht, übrig, also Gamma mal Bildung. Plus die zwei, die wir runterholen. Ne? Das ist eine Ableitungsregel, die Sie noch aus der Schule kennen sollten. Marginaleffekt hier ist also Beta plus 2 Gamma Bildung. Was bringt uns das, wenn wir das abtragen wollen? Und das hier wäre positiv und das hier wäre auch positiv, dann könnten das zum Beispiel solche Daten sein, ne? Also wir hätten einen Effekt, der immer stärker wird. Einen nichtlinearen Effekt, den wir natürlich nicht mit einer Gerade gut darstellen könnten, ne? Eine Gerade hier durch würde irgendwie so aussehen. Und das ist definitiv was anderes als die Kurve, die ich gezeichnet habe. Ne? Und wir können keine Gerade schätzen, die uns diesen Zusammenhang hier, diesen nicht-linearen Zusammenhang hinreichend darstellen kann. Und warum bringe ich das hier als zweites nach dem Beispiel der Interaktion? Naja, ein quadrierter Term ist nichts anderes als eine Interaktion einer Variable mit sich selbst. Okay. Aber an sich gilt hier alles äquivalent zu den Interaktionseffekten. Ne? Der Effekt ist nicht sofort durch eine Zahl gegeben, sondern wir müssen irgendwas einsetzen hier für Bildung, irgendwas für Bildungsjahre. Und hier haben wir die geschätzten Parameter und dann
für einen bestimmten Wert an Bildung können wir dann einsetzen. Okay, mache ich das nochmal weg, dass die Folie nicht so hässlich ist. Also, wir können festhalten, was uns eigentlich interessiert bei Regressionen sind die marginalen Effekte. Manchmal sind die marginalen Effekte den gleichen Steigungsparametern, manchmal nicht. Wir müssen aufpassen, dass wann es so ist. Und bei Interaktionen sind die marginalen Effekte kompliziert, aber auch interessant. Okay, das war's für heute.